Hallo, ihr Lieben. Normalerweise steht hier mein Mann, aber den hat es leider zerrissen. Der liegt mit einer richtig schönen Bronchitis im Bett. Und daher gibt es heute mal nichts vom Herd oder vom Grillen, sondern mal was ganz anderes. Und nun kann es losgehen. Unsere Zutaten: ein Glas Stachelbeeren, Zucker, Mehl, zwei Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, Backpulver, weiche Butter, fünf Eier, das fünfte liegt irgendwo dahinter, eine halbe Limette, davon brauchen wir den Saft, und von den Mandeln brauchen wir noch etwas. Und aus dem Ganzen rühre ich einen Kuchen. Ein Ei habe ich nun schon zerditscht auf dem Fußboden. Das wurde jetzt weggemacht. Jetzt habe ich noch ein neues Ei genommen. Wir trennen hier die vier Eier. Das fünfte Ei kommt übrigens ganz rein. So, Eigelb. Ein Ei kommt hier komplett rein. So. Nun kommen 125 Gramm Zucker dazu, zu meiner Eimasse. Den vier Eigelb und dem ganzen Ei. So, haben wir. Ein Päckchen Vanillezucker. Und das Ganze verrühre ich nun. Dazu kommt noch die Butter, die habe ich in der Mikrowelle warm gemacht. Das waren 125 Gramm. Ob man das wirklich beim Backen so macht, keine Ahnung. Für mich ist sie jetzt flüssig und ich komme somit besser klar. Hier habe ich nun 175 Gramm Mehl, 50 Gramm Mandeln und ein Päckchen Backpulver zusammengewogen. Das Ganze gebe ich nun in meine Butter-Zucker-Ei-Mischung und hebe es mit dem Rührbesen unter. In der Zwischenzeit habe ich meine Silikonbackform vorbereitet. Das ist wie eine 26er Springform. Solltet ihr eine Springform nehmen, kleidet die mit Backpapier aus. Nun habe ich den gesamten Teig in der Form verteilt und darauf kommen nun unsere abgetropften Stachelbeeren. Es ist ganz schön blöd, alleine zu filmen und das Ganze auch noch zu erzählen. Aber es funktioniert. Ich versuche die gleichmäßig zu verteilen, die Stachelbeeren. Und dann geht das Ganze in den Ofen. Bei 150 Grad Umluft. Ich muss gleich mal gucken, wie lange. Das sage ich dann aber noch. Unser Kuchen kommt nun für 25 Minuten in den vorgeheizten Backofen. In mein Eiweiß kommt nun eine Prise Salz und der Saft von der Limette. Und nun werde ich das Ganze versuchen, steif zu schlagen.
Nun nach und nach lasse ich noch den Zucker einrieseln, das sind die letzten 200 Gramm. Nochmal ausmachen. Der Vanillezucker ist auch schon dabei. Das ist das zweite Päckchen. Unsere Eischneemasse ist nun fertig. Sie sollte fest und weiß glänzend sein. Sie glänzt. Fest fühlt sie sich auch an. Wir werden sie dann gleich auf dem Kuchen verteilen. Nach und nach verteile ich nun die Eischneemasse auf dem Kuchen. Und danach geht das Ganze für 25 Minuten erneut bei gleicher Temperatur in den Backofen. Zum Rand hin habe ich ungefähr einen Zentimeter freigelassen. Hat nicht immer geklappt, aber ich habe mich bemüht. Sie bemühte sich stetig. Die Uhr hat geklingelt, unsere Backzeit ist um. Unsere Wipfeltorte sieht nun so aus. Irgendwie hat die ganz viele Skipisten bekommen. Ich werde sie jetzt aus dem Ofen holen und dann muss sie 45 Minuten auf jeden Fall in der Form auskühlen.